Ja, Alex, ein sehr souveräner 3:0-Sieg bei Rapid 2. Du bist in der Schlussphase eingewechselt worden. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich finde, dass erste Halbzeit richtig gut war. Wir haben uns traut, hinten auszuspielen. Ja, positive Energie war da. Ja, auf der Bank. Also im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel für uns. Ja. Die Fans tun sich ein bisschen Spaß mit der Einordnung dieser Partie. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, die Rapidler waren so schwach. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, wir waren so stark. Du als Spieler, wie ordnest du sein? Ja, wir waren schon stark, aber ich glaube, wir müssen das richtig einordnen. Ja, es war jetzt ein wichtiger Sieg für uns, aber es geht weiter. Also, am Freitag ist wieder Oberösterreich Juniors daheim. Mhm. Also ja, nochmal hochkonzentriert in die letzten 5 Spiele gehen. Und ja, dann hebt uns, glaube ich, keiner auf, wenn wir die Energie auf den Platz bringen wie am Samstag in Wien. Mhm, du sprichst diese Energie an. Hat dir was auch mit dem Trainerwechsel zu tun? Schwierig zu sagen. Kann sein, ja, dass ein bisschen was das mit dem zu tun hat. Aber ja, ich glaube, der jetzige Trainer bringt auch, er fordert es ein, sagen wir so, dass man in der Früh mit einem lachenden Gesicht in die Kabine kommt, dass man einfach Spaß hat am Fußballspielen. Und ja, das sieht man jetzt auch am Platz, glaube ich. Mhm. Was sind denn so was macht denn das jetzige Trainerteam aus? Ja, wie schon gesagt, also die positive Stimmung. Ja, sie sprechen auch das an, was nicht gut ist. Ist logisch, das muss angesprochen werden. Aber ja, im Großen und Ganzen glaube ich eben, ja, dass sie so positiv sind wie möglich. Mhm. Positiv wie möglich, wenn ich mir gerade bei deinen Einsatzzeiten schaue, so positiv ist die aktuelle Situation bei dir nicht, oder? Ich habe nachgeschaut, in 7 Spiele bist du eingewechselt worden, also in allem 54 Minuten, da kann es schon mehr gehen, oder? Ja, ja, ich komme eigentlich schon seit 1,5 Jahren immer so in der Schlussphase rein. Mhm. Ich glaube, ich habe in den letzten 1,5 Jahren 4 Spiele von Anfang an gemacht, glaube ich. Mhm. Ja, ist extrem wenig. Ja, natürlich gebe ich im Training Gas. Ich probiere mich von meiner besten Seite zu sagen und dann entscheidet der Trainer. Ich habe vorne drin mit Ronny totale Konkurrenz. Also von dem her, ja, schauen wir mal, vielleicht kriege ich die letzten Spiele dann mehr Minuten. Was für dich eine Option, um ein bisschen in einen Rhythmus zu kommen, bei der Zwarer zu spielen? Ist das was? Ja, für das bin ich immer offen. Also ich glaube, das war immer schon so der Charakter von mir. Also ich bin mir da nicht schwer, dass ich da jetzt nicht bei der Zwarer spielen darf. Also das tat ich auf jeden Fall, ja. Mhm. Du hast schon ein bisschen einen Ausblick gemacht. Nächstes Spiel am Freitag gegen die Oberösterreicher Juniors. Tja, da haben wir mehr als eine große Rechnung offen gegen dich. Ja, das stimmt. Ich freue mich schon. Ich glaube, wir sind gut drauf. Ja, man merkt es auch im Training. Ja, dass einfach jeder Spaß hat jetzt. Es läuft einfach. Wir kommen vor unten in Wien auch. Das war schon von Tagesablauf. Ja, das hat man schon gespürt, dass da halt was geht. Und ich glaube, ja, wenn wir das am Freitag am Platz bringen, dann knacken wir das. Mhm. Ist das eine Energie, die euch noch weiter zusammengeschweißt? Ja, ich glaube schon. Es ist eigentlich immer schon positiv gewesen. Es ist schwierig zu sagen, im Fußball machen es Kleinigkeiten aus. Und ich glaube, dass das jetzt nur enger ist. Ja. Mhm. Du sagst, es machen Kleinigkeiten aus. Was glaubst du, was wird es am Spielfeld ausmachen? Ja, dass jeder für jeden kämpft. Also, dass jeder für jeden fightet, um jeden Zentimeter. Und dass jeder für jeden da ist und dann das aufs Spielfeld bringen, was uns der Trainer vorgibt. Und ja, dann hält dieser Freitag, glaube ich, keiner auf. Mhm. Okay, Alex, ich hoffe, dass das gelingt. Ich bedanke mich sehr fürs Interview und wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke. Dankeschön.